Fehler, Juba. Wir müssen etwas strenger mit uns sein. Und viele von uns, wenn er ein bisschen gebetet hat, wenn er ein bisschen Koran gelernt hat, wenn er ein bisschen Ibadah gemacht hat, siehst du ihn überheblich den anderen gegenüber. Wal-Iyazu Billah. Ich trage jetzt islamische Klamotten, er trägt, er kommt immer mit den Jeans beten. Ich habe ein bisschen Bart, er trägt gar kein Bart. Ich komme in Fajr, er kommt nicht. Ich verachte ihn immer. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, hat einen sehr schönen Satz gesagt, den sollte jeder sich merken. Sagte, rubba ma'asiyatin, awrathat zullan wa inkisara, khayran min ta'atin, awrathat izzan wa istikbara. Sagte, lieber eine Sünde, ich habe eine Sünde gemacht und habe Tauba gemacht und da, seitdem bin ich ein einständiger Mensch, ein bescheidener Mensch, ein Mensch, der sich schämt vor den Leuten, besser als wenn jemand gehorsam ist und immer überheblich ist unter den Menschen, unter den Muslimen. Verkaufst du Ewigkeit mit ein paar Jahren auf dieser Erde, damit du deine Gelüsten folgst in Haram? Damit du deine Zeit verschwendest, wal-Iyadu Billah, mit Frauen oder Diskothek oder solche Dingen, die nur Verdammung und Verfluchung von Allah Ta'ala erregen? Willst du nicht auf seinen Weg gehen, sauber, rein, und dass du nach dem Wohlgefallen Allahs strebst und dass du darauf stirbst, damit du die Ewigkeit in seinem Wohlgefallen hast? Warum verkaufen die Menschen ihr Akhira, ihr Jenseits für ein bisschen? Für ein bisschen von den Gelüsten von dieser Dunya. Ein Hadith, authentischen Hadith in Bukhari, wo es heißt, Allah sagt, mein Diener macht eine Sünde. Und er kommt zu mir. Und nachdem er wusste, dass er einen Herr hat, der ihm vergibt, und dann sagt er, oh mein Herr, vergibe mir diese Sünde. Und ich vergebe ihm die Sünde. Dann geht er zurück und er macht die Sünde. Nochmal. Und er kommt zurück, nachdem er wusste, dass er einen Herr hat, der die Sünden vergibt. Er sagt, oh mein Herr, vergib mir nochmal die Sünde. Und ich vergebe ihm die Sünde. Und dann geht mein Diener nochmal zurück. Und er macht nochmal die Sünde. Und er kehrt zurück wieder zu Allah und er sagt, oh mein Herr, vergebe mir die Sünde. Allah sagt ihm, oh mein Diener, mach was du willst. Alle deine Sünden habe ich vergeben. Allah ist freigebig. Das heißt nicht, mein lieber Bruder, dass du heute eine Sünde machst und du sagst, ich mache die Sünde, kehre zurück und nochmal mache ich die Sünde, kehre zurück. Nicht so. Das läuft nicht so. Das läuft mit Ehrlichkeit, mit Aufrichtigkeit. Allah kennt das Innere der Brust, richtig oder nicht? Er kennt das Innere der Brust. Das ist nur gültig für einen aufrichtigen, ehrlichen Diener, der eine Sünde begeht, aber auf einmal bereut er wirklich. Und er bittet um Vergebung, aber er kehrt zurück, weil er nicht konnte. Oder weil er schwach ist, oder. Er darf sich nicht deprimieren lassen. Kommt zurück und sagt, ja Allah. Allah vergibt alle Sünden. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أتى الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله أكبر. القرآن sprich zu meinen Dienern, die an meinen Zeichen glauben. Friede sei mit euch. Guck mal, der Mensch kommt. Er hat Angst. Er hat Sünden begangen. Nein, nein, Friede mit dir. Beruhige dich. Fühl dich wohl. Fühl dich in Frieden. Salamun alaikum. Dein Herr hat sich verpflichtet, barmherzig zu sein. Dein Herr hat sich verpflichtet, barmherzig zu sein. Sollte einer von euch eine Sünde begehen und dann macht er Tauba und kehrt zurück und tut Gutes, Allah ist ein Vergeben. Es gibt eine schöne Geschichte von Bani Israel. Und der Prophet Muhammad hat gesagt, Hadithu an Bani Israel, fa innahum qawmun fihimul ajaib. Erzählt über das Volk Israel. Das
eine Gemeinde, die lange gelebt hat. Viele Propheten sind dahin gegangen, geschickt worden. Sie haben viel erlebt. Erzählt darüber. Ein Mann kommt zu einem Priester weinend, gebrochen im Herz. Sagte, du, ich möchte Tauber machen. Ich möchte meine Sünden loswerden. Kannst du mir helfen, eine Tauber zu machen? Der Gelehrte war schockiert. Zum ersten Mal in seinem Leben hörte das Wort Tauber. Was ist das? Keiner ist zu ihm gekommen. Das ist das erste Mal, dass jemand kommt und bittet um Tauber. Überlegte er nach, grübelte er, was soll ich ihm sagen? Während er sich so umdreht, guckte er dahin. Da lag ein Ast von einem Baum gefallen auf dem Boden, schon seit Jahren trocken. Kam ihm eine Idee im Kopf, der Priester. Sagte, nimm diesen Ast nach Hause. Bete, faste, weine, bitte um Vergebung. Wenn es grün geworden ist, so hat Allah dir vergeben. Eine Idee. Der Mann nimmt die Worte des du hast ihm Hoffnung gegeben. Ein Mensch ohne Hoffnung ist nichts. Er hat ihm Hoffnung gegeben. Wenn das grün geworden ist, Allah vergib dir. Er nimmt den Ast, geht nach Hause, er betet, fastet, weint, steht in der Nacht auf, macht Sadaqat. Es ist immer noch trocken. Ein Monat vergeht, zwei Monate vergehen, drei Monate vergehen. Was soll ich machen? Aber er macht weiter. Und das ist, was wir brauchen. Viele von uns denken, ich habe Tauber schon gemacht. Dieser Mann hat nicht aufgegeben, hat weitergemacht. Er betete weiter und weiter und weiter. Nach drei, vier Monaten, eines Nachts steht er auf, guckt es immer noch. Also wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir müssen mehr Dua machen. Wir müssen noch ein bisschen mehr trainen. Wir müssen ein bisschen uns erniedrigen vor Allah subhanahu wa ta'ala, auf dass er uns vergibt. Steht er auf, betet er, ist müde geworden, legt sich hin zum Schlafen. Wacht auf, möchte noch einmal beten. Guckt, subhanahu wa ta'ala, ist es Grund. Nimmt diesen Ast, fliegt zum Priester, wirft den Ast auf den Boden, küsst die Hände von dem Priester, seine Füße, umarmt ihn, druckt ihn so fest, dass der Priester keine Luft kriegt. Was ist mit dir los? Was ist los? Sagte, guck mal, es ist grün geworden. Allah hat Allah hat meine Bittgebete erhöht. Sagte, komm mal her. Erklär mir, was du gemacht hast, dass ich von dir lernen kann. Subhan al-Malik. Wie kannst du als Muslim dein Leben leben und du machst keine Taube? Du kehrst nicht täglich zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn du auf einmal eine innere Ruhe hast, du fühlst, dass Allah wirklich angenommen hat, das kriegst du, diesen Signal kriegst du zurück. Auf einmal fühlst du dich gut und froh. Allah hat deine Reue angenommen. Dann geh weiter. Wenn du die Sünde nochmal machst, kehr nochmal zurück und streng dich an auf Allahs Weg.